Unser Unternehmensdialog entwickelt sich weiter, diesmal in Form einer Branchenenquete mit der Elektrizitätswirtschaft, veranstaltet im EVN-Forum Maria Enzersdorf. Die E-Wirtschaft erlebt, nein, sie gestaltet gerade einen massiven Wandel und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind massiv gefordert. Und ich bin davon überzeugt, dass auch Menschen mit Behinderung neue Ideen in die Unternehmen bringen. Es ist ganz, ganz wichtig, in der Organisation Bewusstsein zu schaffen, dass wir hier einen Mehrwert schaffen, dass wir hier ganz wertvolle Menschen bekommen können, dass wir ganz bewusst diese besonderen Stärken, die diese Menschen auch haben, bei uns zielführend einsetzen. Ich bin auch sehr dankbar, dass sowohl von der Arbeitgeberseite als auch von den Gewerkschaften und Betrieben eine große Anzahl an Kolleginnen und Kollegen gekommen ist, um heute mitzudiskutieren, um die Best-Practice-Beispiele auch zu sehen. Also was mir so wichtig ist, ist, dass die Unternehmen verstehen, dass es Teil ihres Geschäftserfolgs ist, ob sie sich mit 15% ihrer Zielgruppen auseinandersetzen oder nicht. In der Energiewirtschaft sind wir mehr denn je angewiesen auf hochqualifiziertes Fachpersonal. Bei Verbund haben wir gesehen, dass wir auch mit Menschen mit Behinderung großartige Spezialisten im Unternehmen beschäftigen können. Ich arbeite als Applikationsbetreuer des SAP-Systems beim Verbund. Unser Team ist sehr offen, geht respektvoll miteinander um, sodass ich mich wirklich wohlfühle. Aus meinen eigenen persönlichen Erfahrungen als Mensch mit Behinderung weiß ich, dass wenn die Rahmenbedingungen stimmen, ein Mensch mit Behinderung technische qualifizierte Arbeit leisten kann. Aufgrund der Behinderung muss man, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, verschiedenste Bereiche kompensieren. Dadurch erlernt man besondere Fähigkeiten, was auch für ein Unternehmen der absolute Gewinn ist. Wir sehen das immer wieder in unseren Sensing Journeys, wo dann die Führungskräfte total erstaunt sind, dass zum Beispiel der Blinde auf seiner Braillezeile im Excel wesentlich schneller ist als jeder Sehende. Menschen mit Behinderung haben ganz viele Begabungen, die ihnen einfach von vornherein nicht zugetraut werden. Die Sensing Journeys sind verschiedene Stationen, bei denen es um Sensibilisierungsarbeit geht. Ich habe die Station seit Perspektive betreut, bei der geht es um Sehbehinderung und man kommt einfach ins Gespräch und versucht, Ängste abzubauen. Meine Station, da ging es um Kommunikation und da geht es um die hörende und die gehörlose Welt, die ich gegenüberstellen will. Und ich möchte den Leuten einen Perspektivenwechsel zeigen, wie sie mit Mimik und Körpersprache kommunizieren können. Was ganz zentral ist, ist, dass man die Arbeitsbedingungen so gestaltet, dass sie an den Bedürfnissen der Menschen entgegenkommen. Und da bringen wahrscheinlich auch die neuen Technologien viel neuen Spielraum. Technologie, an der aktuell gearbeitet wird, ist das Projekt Soundscape, das Personen mit Seheinschränkung per Audio die Umgebung darlegt. Und die Seeing AI App, die von einem Microsoft-Mitarbeiter, der blind ist, entwickelt wurde. Mein Wunsch wäre, dass der Bekanntheitsgrad von Technologien, die das Leben erleichtern, deutlich steigt, weil es ist sehr viel möglich, aber es ist leider sehr wenig bekannt. Ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft inklusiv wird, sowohl in der Schule als auch im Arbeitsleben und dass der Fokus der Gesellschaft auf den Talenten und Fähigkeiten der Menschen liegen und nicht auf den Defiziten.